Spielt ihr? Wenn ich nicht zu dumm bin. Neue. Wie kann ich dich einladen? Shift F2 und dann auf 3 Punkte klicken und Freund zum Spiel einladen. Wie viel Shift F2? Shift F2, ja. Hast du was bekommen? Ja. Jo, ich join dir. Ah, perfekt. Ja, geil. So, dann hier würde ich mal sagen, beginnt das Spiel. Ich meine, ich find's jetzt schon übelst geil. Ich hab einen Sägeblattwerfer, was erwartest du? Was passiert jetzt? Okay, geil. Hey. Wir sehen halt fast exakt gleich aus. Wow. Wir sehen halt fast exakt gleich aus. Alter, genau gleiche Sonnenbrille, genau gleicher Bart, genau gleiche Haare. Einfach klein ist anders. Zwingling geil, ja moin. I'm out, ciao. Tschüss. Aber ich dachte schon, ich kann hier was pflanzen. Also. Darf nicht wahr sein, Alter. Die Frage ist einfach, was machen wir jetzt? Was, was ich jetzt mache? Was machst du? Ich hol meinen Vorbestellerbonus raus. Wow. Was denn? Ich hab's auch vorbestellt. Ich hab halt dieses Ponyteil. Ich will das fahren. Also ich geh mal raus aus Prosperity. Hey, ich habe eigentlich auch vorbestellt. Wieso wurdest du zu mir? Hast du mit dem Typen am Anfang schon geredet? Der die. Ah, das wahrscheinlich nicht. Mit welchem? Der Typ, der vorne steht. Ich glaube, ich habe ihn unterbrochen. Also ich habe mal angefangen zu reden, aber ich bin dann weggelaufen und dann hat er einfach so gesagt: Hey, du bist doch der Freund von. Hast du mit dem geredet? Oh, hey. Ah ne, warte, der da. Aus dem Zug, hey. Ja, weil da gibt dir eine Dings-Location. Ich hab gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Lass uns hingehen. Warte mal, ich will... Was ist das Tier? Das sieht übelst geil aus, mit unserer Stärkung. Und übrigens, relax mal deine Base ein bisschen. Besten... Machst du nicht irgendwie alles gleich im Rush-Modus? Also ist du Rush jetzt nicht die Story. Keine Sorge. Ein Bärendienst. Weil? Ich hab bei Far Cry Autofahren gelernt. Auf dem Weg wäre noch irgendwie zu Mark. Wir können erstmal das machen, dann können wir ja weitergehen. Ich wollte gerade Takedown, Mann. Die Bienen. Bienen. Töte sie. Hab schon schon. Was, man kann Bienen töten? Was, Vorratslieferung? Wo?
Oh, Vorratslieferung. Da kommt er. Flugzeug. Da vorne. Haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf. Die kommen. Mir egal, ich plünder jetzt erst. Nummer 1 ist weg. So eine Vorratslieferung. Das ist geil. Abzeichen freigeschaltet. Meins! Hey! In Hope County gibt es viele Leute, die bereit sind zu handeln. Für viele von uns ist das die Wir haben die gleiche Idee! Wenn du Leute mit Rucksäcken herumlaufen siehst, kann es nicht schaden, nachzufragen. Achso, das gehört zur Quest. Ey, da kommt ein Bär. Müssen wir den töten? Töte den Bären, ja. Werfe! Ich hab keine Schaufel dabei. Ich muss. Hilf mir, ich brauche Schlucken. Schon wieder. Da liegt jemand auf mich an. Hab ihn. Oh, das war ein Unschild. Das war Zivi. Ich dachte, der schießt auf dich. Der hat auf den Bären geschossen. Weg, geh weg, Bär. Endlich. Fuck, wo ist das Loch da? Okay, ich habe jetzt rein gar nichts mitgekriegt. Hä? Muss hier runter. Ich hab gesagt, du sollst dich durchwaschen. Ich wasch ja nicht. Ja, nee, überhaupt nicht. Lass dir das nicht entgehen. Da hast du das Loch nicht gesehen? Nein. Bis. Abspielen. Vorteil ist jetzt. Irgendwann läutest du diese Glocke und das Vieh kommt angerannt und reißt dich in Stücke. Warum hast du deine Schlüssel nicht einem Vogel? Logbuch. Nee, Charakter. Nein. Credits. Vorteile. Ich nehme
fährt irgendein Typ so rum. Übrigens musst du aufpassen, hier gibt's auch Schlangen. Ah, toll. Ich hör's. Die ist tot. Was ist denn das für ein Krieg? Ah! Mistvieh. Leute, das ist ein Auto. Kurz klauen. Hör aufs Maul, Alter. Ey, bleib doch stehen, ich brauch die Quest auch noch. Das ist keine Quest. Eine Quest? Einer unserer früheren Kollegen hat ihn übel abgezogen. Könntest du nach ihm sehen? Er wird dir sicher sehr dankbar sein. Könntest du nach ihm sehen? Klar, Bean. Ich wusste gar nicht, dass das eine Quest ist. Ich hab die einfach nur geschlagen. Was machst du? Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Oh, ein Baseballschläger, meinst du? Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Hey, Cap. Schneller. Ah, du Wichser! Du lenkst doch ein Boot. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Dich nicht enttäuschen. Ich hab schon einen aus Prosperity getötet. Perfekt gepackt. Puh, Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibeanja, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibeanja. Also, du hörst dir mir ja gerade zu, ne? Das Problem ist, Wikibeanja ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, egal. Bitte hol meinen Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasch ich mir später dein. Großes Wikibeanja-Ehrenwort. Was erinnert dich der Begriff Wikibeanja? Ach, an der Pflanze. Na ja, pass auf. Ganz viel weiß. Pass auf. Ich sag jetzt mal nix. Vielleicht kommt später was. Was, ne? Mehr einleuchtet. Das hat doch perfekt geparkt, oder? Nee. Ich sagte doch, ich bin ja Dings. Etwas, das ganz viel weiß. Das erinnert mich irgendwie.